möchte ich euch nochmal Chaturanga Dandasana und die Kniebrustkinnstellung genauer erklären. Viele von euch haben vielleicht damit Schwierigkeiten und darum möchte ich jetzt jedes Detail für die Ausrichtung mit euch in Punkt für Punkt durchgehen. Warum machen wir das? Bei Anfängern ist es sehr häufig so, dass in den beiden Asanas die Ellbogen nach außen aufgehen. Warum ist das nicht gut? Weil dann auch meistens die Schultern ganz nah zu den Ohren gehen. Und ihr seht schon bei mir jetzt bei dieser Haltung, die Muskeln hier im hinteren Nacken und oberen Rücken sind total angespannt, kurz verspannt. Und das fühlt sich nicht gut an, kann auf Dauer natürlich auch nicht gut sein. Ich möchte euch zeigen, wie ihr euch besser ausrichtet und halt, dass ihr keine Schmerzen bekommt, dass ihr stabil nach unten kommt und ein gutes Gefühl habt. Dann haben wir aber auch noch den unteren Rücken, wo manche halt Schwierigkeiten bei haben. Entweder ist in der Bretthaltung das Gesäß weit zu weit oben und man fällt so ein bisschen in so einen Rundrücken, oder man hängt mit dem Gesäß zu tief und dann hat man so ein bisschen Hohlkreuz. Beides nicht so besonders gut. Ich zeige euch dann im Detail, wie ihr gesund nach unten kommt. Viel Spaß! Kommen wir in den Vierfüßlerstand. Knie genau unter deinen Hüften, Hände genau unter deinen Schultern. Spreiz die Finger und lass die Zeigefinger nach vorne an den kurzen Mattenrand ziehen. So, bei beiden Positionen, bei Chaturanga sowie auch beim Kniebrust-Kinnstellung, ist es halt häufig so, dass die Ellbogen nach außen gehen, wenn ein Ungeübter in diese Position geht. Um das zu vermeiden, drehen wir unsere Ellbeuge. Das heißt, wenn du jetzt deine Ellbogen nach außen drehst, schauen sich die Bizeps an. Wenn wir jetzt unsere Ellbeuge mit den Bizeps nach vorne drehen, dann haben wir erstmal viel mehr Stabilität in unserem Schultergürtel und in unseren Armen und viel mehr Stabilität. Merkst du wahrscheinlich. Hier knickt das so richtig, hat gar keinen Widerhalt nach vorne. Und wenn wir hier uns drehen mit den Bizeps nach vorne und fest in die Hände drücken, sind die Arme so eine richtig schöne, verankerte Stütze. Und weil jetzt die Ellbeugen nach hinten zeigen, können die Ellbogen nicht mehr nach außen in der Asana gehen. Die können nur noch nach hinten. Ja? Einfach nur, weil wir den Bizeps nach vorne drehen, geht die Beugung nur noch nach hinten. Vielleicht mal ausprobieren. Ellbeuge nach vorne mit dem Bizeps, schiebt dein Gewicht mit der Brust so ein bisschen vor und dann geh mal in so eine Mini-Beuge. Streif mit der Innenseite deiner Ellbogen an den Rücken vorbei und dann komm wieder mit einer Einatmung nach oben. Und das ist die ganze Technik. Als erstes gehen wir in den Vierfüßlerstand und den richten wir erstmal richtig schön aus. Wir starten mit unseren Knien. Die Knie sind genau unter unseren Hüften. Die Oberschenkel sind parallel zueinander und zeigen senkrecht nach unten. Dein Steißbein zieht nach hinten. Dein Bauchnabel nach innen, neutraler Rücken. Dann sind die Finger schön gespreizt mit den Händen genau unter deinen Schultern. Die Zeigefinger zeigen nach vorne. Jetzt press mal mit deiner gesamten Hand und besonders mit deinen Fingerspitzen in in den Boden. Dann dreh mal deine Ellbeuge in die Mitte. Und es fühlt sich schon ein bisschen komisch an. Viel stabiler ist es, wenn du jetzt
nach vorne an den kurzen Mattenrand drehst und du hast dann direkt schon eine schöne Streckung in deinen Armen. Die geben dir Stabilität. Dann zieh deinen Nacken lang, indem du deine Schultern und deine Ohren auseinander ziehst. Dein Scheitel zieht nach vorne. Und so macht auch schon der Vierfüßlerstand eine ganz tolle Asana. Dann stell beide Beine nach hinten auf und aktiviere deine Oberschenkel. Komm in die Bretthaltung. Und dann lass deine Knie leicht beugen und setz sie etwas weiter nach hinten ab. Mach so einen leichten Entenpo. Achte nochmal auf deine Bizeps. Der Po bleibt oben und mit der nächsten Einatmung schiebst du deine Brust so weit wie möglich nach vorne. Und jetzt spürst du an deiner Rippenseite deine Oberarminnenseiten. Mit der nächsten Ausatmung gleiten deine Ellbogeninnenseiten an den Rippen vorbei, schieb deine Brust nach vorne, die Brust zwischen die Hände ablegen. Dein Kinn davor, der Po bleibt oben, die Ellbogen ziehen nach hinten. Das ist die Knie-Brust-Kinn-Stellung. Dann gleite mit dem Gesäß nach unten, Füße lang und schieb dein Steißbein zu deinen Fersen. Drück deine Fußrücken in die Matte. Roll deine Schultern nach hinten, die Ellbogen bleiben eng. Reck deinen Hals in die Babykobra. Mit der nächsten Einatmung schieb dein Gesäß zurück, stell die Füße auf. Ausatmen, herabschauender Hund. Hier sind auch die Ellbeugen. Ein bisschen in die Mitte und dann nach vorne gedreht. Drück dich fest in deine Hände. Schieb dein Gesäß weit nach oben. Wenn du hier jetzt merkst, dein Rücken ist ein bisschen rund, dann lass die Knie etwas gebeugt und die Fersen etwas in der Luft. Und damit kannst du dein Steißbein mehr nach oben schieben und dein Rücken bleibt gerade. Mit der nächsten Ausatmung nochmal Fersen tiefer, wenn es bei dir passt. Mit der nächsten Einatmung roll vor ins Brett. Ausatmen, hier. Einatmen, schieb dein Scheitel nach vorne. Ausatmen, beug deine Knie und setz sie etwas weiter hinten ab. Mach so wieder so ein bisschen Entenpo. Dreh deine Ellbeuge und Bizeps nach vorne und mit der nächsten Ausatmung komm nach unten, die Brust zwischen die Hände. Mit der nächsten Einatmung gleite mit dem Gesäß tief, roll deine Schultern, Steißbein zieht zu den Fersen, Füße sind aktiv. Mit der nächsten Einatmung stell die Füße auf. Ausatmen, herabschauender Hund. Kommt erstmal in den Vierfüßlerstand. Richtet eure Knie genau unter eure Hüften und eure Hände genau unter euren Schultern. Spreizt die Finger und drückt die Fingerspitzen und eure gesamte Handfläche, besonders die vom Zeigefinger, fester in den Boden. Dann macht erstmal eine Drehung in euren Ellbogen. Und zwar lasst ihr euch eure Ellbeugen sich ansehen. Und dann sind die Bizeps Richtung Mitte. Für die gesunde Ausrichtung dreht ihr eure Bizeps nach vorne an den kurzen Mattenrand. Und ihr merkt schon, wie eure Arme viel stabiler stehen. Eure Zeigefinger zeigen nach vorne. Euer Bauch nach innen und oben, euer Steißbein nach hinten und jetzt drückt feste in eure Arme rein und merkt, wie eure Schulterblätter Platz machen. Dann zieht euer Scheitel nach vorne
Und so habt ihr schon eine besonders gute Ausrichtung für den Schultergürtel, für die Arme. Mit der nächsten Einatmung streckt beide Beine nach hinten aus, kommt ins Brett und eure Oberschenkel, die ziehen Richtung Decke. Und jetzt macht mal so ein bisschen Entenpopo und dann zieht ihr euer Steißbein, rollt es nach unten zu euren Fersen. Damit kommt euer Gesäß in eine schöne, gerade, aufgerichtete Spannung. Mit der nächsten Einatmung schiebt euer Gewicht nach vorne, kommt auf die Zehenspitzen und mit der Ausatmung Ellbogen eng an den Rippen vorbei in die Stabhaltung. Dann legt euch zum Boden ab. Macht die Füße lang, aktiviert eure Fußrücken, drückt die ganzen Zehen in eure Matte. Wieder diesen kleinen Entenpopo und mit der Einatmung saugt euer Steißbein Richtung Fersen. Die nächste Einatmung rollt eure Schultern zurück, zieht die Ellbogen eng nach hinten und hebt den Oberkörper in die Kobra. Die Brust zieht nach vorne. Ausatmen, herabschauen und dann streck dich nochmal. Wenn deine nächste Einatmung kommt, komm noch einmal vor ins Brett. Denk nochmal an deine Bizeps. Die Bizeps drehen nach vorne an den kurzen Mattenrand. Saug dein Steißbein Richtung Fersen. Aktiviere deine Beinrückseiten Richtung Decke. Schieb dein Scheitel nach vorne. Mit der Ausatmung. Lass deine Ellbogen eng, schieb deine Brust nach vorne und komm tief. Dann erst den Gang. Steißbein hoch einatmen, ausatmen, Steißbein zu den Fersen, drück die Zehen in den Boden. Nächste Einatmen, roll deine Schultern, Ellbogen eng, heb dich in die Babykobra. Ausatmen, herabschauen und reck dich, streck dich. Die nächste Einatmung hebt deine Fersen. Mit der Ausatmung Knie zum Boden, Füße lang. Komm zurück ins Kind. So, jetzt werden wir das alles zusammen in einem kleinen Vinyasa aneinanderfügen. Und ich hoffe, dass deine Ausrichtung dadurch wieder etwas perfekter wird. Nimm erstmal deine Hände unter deine Schulter, die Knie unter deine Hüften in den Vierfüßlerstand. Zeigefinger zeigen nach vorne. Dreh deine Bizeps nach vorne. Zieh den Bauchnabel nach innen, schieb die Brust nach vorne. Viel Abstand zwischen deinen Ohren und deinen Schultern, drück in deine Hände und mit der nächsten Einatmung stell die Füße auf. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, roll vor ins Brett. Ausatmen, die Knie etwas weiter hinten absetzen. Einatmen, roll deine Bizeps nach vorne, schieb die Brust vor. Ausatmen, die Brust mit Ellbogen eng zum Boden. Einatmen, Gesäß nach unten, roll deine Schultern, schieb dein Steißbein zu den Fersen. Ausatmen, herabschauender Mund. Streck dich und mit der nächsten Einatmen heb deine Fersen etwas, beug die Knie. Ausatmen. Einatmen, schieb dein Steißbein noch höher Richtung Decke. Ausatmen, die Fersen zum Boden. Einatmen, roll vor ins Brett. Ausatmen hier. Einatmen, nochmal bewusst die Bizeps nach vorne drehen. Schieb die Brust nach vorne.
Ausatmen mit Ellbogen eng, streifen die Innenseiten an den Rippen vorbei. Füße lang, drück in Hände und Füße, zieh dein Steiß zu den Fersen, komm in die Cobra. Ausatmen, herabschauen in den Mund. Einatmen, Fersen hoch, aus die Knie zum Boden. Ein in die Kuh, auch hier die Bizeps nach vorne. Ausatmen, mach den Rücken rund für die Katze. Einatmen, Kuh. Und aus, komm in den Fersensitz. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen mehr Ausrichtungstipps geben, damit dein Chaturanga und auch deine Knie-Brust-Kinn-Stellung etwas perfekt.